Jo Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Warframe, heute mal nur zusammen mit Markus. Hallo. Hast du auch 117 Feinde? 128 habe ich. Ja, aber du bist noch zu Fuß unterwegs, oder? Ja. Weil wir spielen jetzt eigentlich eine Mission hier mit dem Artschwing, darum verstehe ich gerade nicht. Warum wir keine Flügel haben. Warum wir keine Flügel haben, das stimmt. Vielleicht bekommen wir es ja noch. Aber was ist mit dem Schiff los? Irgendwas stimmt ja nicht, man merkt schon. Wahrscheinlich kackt gleich einfach irgendwo das Schiff ab. Wahrscheinlich. Und ich habe meine Mission schon geschafft, finde eine Mod hier. Sehr schwierig. Also wie viele stehen da vor der Tür? Einmal gerüstet. Ja, wir auch schon. Vielleicht sollte ich, weil das erste Mal, wenn ich so eine Arschwing-Mission spiele, nicht mit dem Bogen losziehen. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, ne? Ja. Aber du, die, aber muss den Bogen ja auch irgendwann mal auf 30 hochspielen. Dann mach was halt jetzt mit dem Bogen. Ist. Erstmal looten. Oh, jetzt ist Alarm aktiviert. Und das Schiff beginnt immer auch mehr zu wackeln. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass es manchmal so ein bisschen schwächer wird und auf einmal geht es wieder voll ab, das Schiff. Ja, Mann. Erstmal hacken. Geil. Was? Wer labert da? Was? Bei mir labert einer. Das ist Lotus. Goklu von irgendwas redet bei mir rechts. Vielleicht greifen die gleich Dinger an, Alter. Das wäre nicht gut. Das wäre ganz und gar nicht gut. Aber der hat mir irgendeine Geschichte erzählt, die kommt wahrscheinlich bei dir auch noch. Weil da geht's jetzt um Kynir und mich und keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, darauf zu achten. Hör, ich habe ein Telrium gefunden. Was ist ein Telrium? Ah, die Kynir greifen die an. Oh, ich habe einen Stealth-Kill gemacht. Einmal so perfekt jemanden abgefangen beim Spawnen direkt mit dem Headshot. Na, ah, da war doch einer, fuck. Ah, okay, ich habe ihn noch geklopft. Da ist noch Feinde, wohl. Aber mir sind noch viele Feinde. Ach, genau. Na, da oben ist der Wichser. Wo ist denn der letzte hier? Unglaublich. Ich glaube, mich ist noch ein bisschen. Ah, jetzt. Ah, was ist los mit dem Schiff? Redet der die Kynir greifen die Kopfhörer an, weil ja, ist egal. Jetzt hat er irgendwas erzählt von, ob ich glaube, dass ich alles seine Form oder irgendwas zerstören kann. Ja, das glaube ich. Ich bin ein Tenno, ich kann das. Wenn nicht ich, wer dann? Alter, unten ist ja meine Mega-Armee. Oh, und die Hälfte von der Armee kam jetzt hier nach oben scheinbar. Ich glaube schon, geh weg. So. Edikt. So, bisschen Hecke. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Okay, zack, hep. Hier einmal durchkloppen, bitte. Was hier los? Das ist ja abartig. So, zack, zack und zack. Erledigt, Kamera weg. Ich bin immer noch am Schiff zu Fuß unterwegs, du auch? Markus? Ach du Scheiße. Ja. Hä, ist jetzt da unten doch ein Gegner oder was? Verstehe ich gar nichts mehr.
Ja, da unten ist noch ein Gegner irgendwo. Ja, mein Problem dort ist etwas, da bricht was aus dem Void. Geil. Ah ne, das Problem habe ich noch nicht. Oh doch, das Problem habe ich jetzt auch. Alter. Scheiß Laser. Ich muss noch mal zurück, glaube ich. Weil da hinten habe ich Gegner vergessen, sonst muss ich später komplett zurücklaufen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Also wieder nach oben. Batz, Blitz rein. Wir sterben. Oh, ich bin hier gerade dran. Geht ab der Queen hier da. What the fuck? What the fuck? Alter, jetzt geht's ab. Ja, bei mir ist es noch ziemlich gechillt, weil ich gerade noch zurücklaufen jetzt, muss. Jetzt sehe ich auch die Schüsse von denen. Nee, Schüsse sind bei mir jetzt noch nicht gefallen. Jetzt muss ich wieder da runter, wenn ich mich nicht täusche. Hier runter. Jetzt gemacht, da. Zu weit unten. Oh. Habe ich auch geschickt gemacht. Da ist noch eine Kamera. So, wie komme ich jetzt hier wieder nach oben? Hier bitte. Gibt's hier Loot? Loot wäre jetzt cool. Nee, es gibt wieder nur gratis Gegner. Gratis Gegner sind doch schön. Ja, wunderbar, wunderbar, muss ich immer sagen. Das kann ich nie genug von kriegen. So, jetzt muss ich wieder mit dem Aufzug hier runterfahren. Ey, das macht echt so Spaß. Ich fahre die ganze Zeit in derselben Halle durch die Gegend, weil mein Wegpunkt sich nicht entscheiden kann, wo er hin will. Ich muss nach oben oder so. Ja, nee, ich musste irgendwie auf der einen Seite hochfahren, dann rüberhüpfen, auf der anderen Seite wieder runterfahren. Jetzt bin ich richtig wieder. Oh, da waren Gegner hinter mir. Oh, da waren einige Gegner hinter mir. Ich habe eine Mission fertig. Was, du hast die fertig? Naja, ich meine, Zusatzmission da. So, ich bin nämlich erst bei der Hälfte vorbei, der richtigen Mission. Ja, ich habe schon 101 Feinde, jetzt fehlen mir noch 27. Ich fühle das bis 60. Na, es sind ein paar Gegner, es sind viele. Ja, aber ich habe maximale Energie halt. Ich muss halt nur warten, bis da mal irgendwo der größere Gegner weh ist und da hau ich halt raus. Ist egal, dass ich sie gegenseitig abballern. Habe ich weniger zu tun. Jetzt redet doch einer mit mir. Hm. Ja, der Korpus-Typ. Ah ja, der will jetzt die Enterung vorbereiten. Ja, das wird bestimmt mal ewig. Er soll aber entern jetzt. Ich langweile mich hier ein bisschen. Ich kämpfe hier alleine gegen 7 Schwertkämpfer auf einmal und die machen mir nicht mehr Schaden. Nee, entern ist glaube ich was anderes. Entern ist der andere, glaube ich. Ist der entern ist Schiff, Schiff übernehmen halt. Ja, es ist dann der Grenier, der es gesagt hat. Und nicht der Korpus. Ja, müsste der Grenier gewesen sein. Naja, Korpus ist der menschliche und dieser, der, keine Ahnung welche Stimme. Grenier sind Roboter. Grenier sind gar nicht die Roboter. Grenier sind diese auf Erde Dinger. Ja, aber die Roboter. Ja, aber die hier, die sind ja auch Menschen. Nur irgendwie die einen haben mehr Computerteile an sich dran, weil sie irgendwie alle behindert sind oder irgendwie sowas war das. Ich glaube, die Grenier bestehen zum Großteil nämlich aus Computer, aber haben doch einen menschlichen Verstand. Irgendwie so glaube ich ist das. Ja. Trennen sich aber weil irgendwie ja, verdorben halt und so. Und die hassen sich halt alle und so. Naja. Jeder will die Weltherrschaft über das ganze Universum. Was schwer ist. Die gleichen Looten, die hier liegen.
Ja, ich klopfe mich einfach weiter hier ein bisschen im Kreis und so. Zack, da hinten steht der Alter. Zack, weg ist er. Da ist ein Grünier. Die Grünier greifen mich gar nicht an, Alter, sind die Gegner. Also manche greifen mich nicht an. Ja, dein Bündnis Alter. Mit dem Grünier geschlossen. So, jetzt ist wieder ein Gegner über mir. Ey, das ist vielleicht ein Mist, dass du die ganze Zeit die Gegner dir zusammensuchen musst. Auf zu. Wie komme ich jetzt da wieder nach oben? Das ist eine gute Frage. Alter, jetzt geh ab, ey. So, okay, jetzt habe ich die Halle geklärt, jetzt habe ich auch 100 Gegner schon. Oh, ein bisschen abgebrochen. Warum? Da reiche die Extraktion. Hast du nicht geschafft, oder was? Nee, das ist eine Mission einfach so. Wenn du den Aufzug hochfährst, dann... oder runterfährst eher, dann zeigt das. Jetzt fällt das Schiff auseinander und ja, Marsch. Ja, wahrscheinlich machst du jetzt dann dein Artschwing-Ding. Ja. Aber das werden wir ja hier auch gleich sehen, was passiert. Oh, shit. Lol. Okay, zack, hep, hep. Zack. Beschütze Eximus, Alter. Was, du beschützt jetzt einen von denen? Nee, Beschütze Eximus sind die Bossgegner. Achso, Beschützer Eximus. Ah, ich dachte Beschütze Eximus. Das heißt Befehl. Hä, hey, was macht der hier? Ah, das ist kein Feind, der Schockwellenmoor, what the fuck? Dann mal Porn. Der Schockwellenmoor macht der Schock. Looks like heavy activity ahead. Mission abgebrochen, erreicht. What the? Neben mir ist explodiert. Bei mir heißt jetzt auch, Mission abgebrochen, geh zur Extraktion. Ja, obwohl du die Mission nicht geschafft hast. Dann machen wir was? Das mal. Es erlaubt keine zeitletzte Extraktion. Hat mir gerade... Da ist die... Wow. Hat mir grad, mein Schiff hat mir gerade gesagt, das ist keine Zeit mehr, mich hier rauszuholen. Geil. Oh, jetzt bin ich aus dem Schiff geflogen. Vor allem Hauptsache, die machen immer noch Alarm jetzt, dass sie doch keine Alarm dauerhaft anhaben, obwohl sie gerade jetzt habe ich den Arsch. What the fuck? What the fuck? Hier ist ein Loch im Raumschiff. Dahin muss ich. Oh, nice. Was ist hier los? Alter, ist das neues. Alter. Ich bewege mich in der Schwerelosigkeit. What the fuck? Ah ja, das ist geil. Nein, ich bin doch im Schiff, aber... Es ist ein Loch in der Hülle und ich habe keine... Ah, ich bekomme wieder Luft. Alter. So, was ist jetzt los? Okay, jetzt werde ich rausgerissen aus dem Schiff. Ah, okay, jetzt habe ich meinen Archwing. What the fuck? Alter, das ist geil. The fuck? Hä, hey, ich nicht. Was soll man da angreifen, ey? Geil, ich bin unbewaffnet. Du wahrscheinlich auch. Ja, ich auch. Bin Alter, wie viel Turbo das Ding einfach hat. Mach mal Turbo. Also Sprint, ne? Hä, hey, wie soll man das jetzt? Schießt Gegner in einen 3-Kilo. Hast du davon quasi unendlich irgendwie von dem Turbo? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind Leute Anzeichen, aber ich kann nichts machen. Warte, wie geht's zum Missionsziel? Welchem Missionsziel? Ja, die doch schon. Gelben Dinger. Die kriege ich auch gerade rein nach ab. Warnung. Was? Warnung? Ich bin ja schon da, was soll ich machen? Hey, hier ist ein Gegner, what the fuck? Greif mich an! Ja, muss ich, ja, das Ding hier, ich kann auch nicht. Ah doch, du kannst Nahkampf, Nahkampf geht. Wie Nahkampf? Nahkampf, E. E.
Du musst diese Dinger zerstören. Wo die Wegpunkte draus sind. Bullshit. Let's. Es sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. Ja. Muss eine Wichser oder andere. Da. Bam. Alter. Alter, die Effekte sehen schon geil aus, wenn du so die Rollen drehst und so. Da ist noch einer. Warnung? Ah, da oben. Schließt mich in einem Traktorfeld ein und verhindert meine Flucht. Ja, du musst den zerstören. Ja, ich habe schon 3 Stück davon zerstört, aber ich habe gerade das erste Mal gelesen, was die Dinger eigentlich tun. Okay, ich muss tiefer, jetzt muss ich wieder höher. Wo ist denn das scheiß Ziel? What the fuck? Wurde von irgendeinem Laser getroffen und mein ganzes Schild war auf einmal weg. Kann ich die Dinger da hinten eigentlich zerstören? Ja, kann ich. Dann räumen wir die doch mal weg, der Reiner. Wo mein Schutzschild ist. Alter, so ein scheiß Laser. Ja, habe ich auch abbekommen, so ein scheiß Laser. Ein scheiß Raumschutz von denen, Witzer. Zerlegt gerade diese ganzen Bots, die mir folgen. Die kannst du auch im Nahkampf voll leicht wegklopfen. Ja, du brauchst nur einen oder 2 Stücke. 2 Stück, ja. Sieht so verdammt shit. Geil aus. Also Leute, ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Da war irgendeiner von denen hängt noch hinter mir. Da haben wir noch einige. Bei mir ist nur noch einer da, den Rest habe ich weggeklappt. Und den habe ich jetzt auch weggeklappt. Und ich bin schon Level 1 mit unter der Hunter, schon fast Level 2. Ja, schon Level 1, schon lange. Ja, ich auch schon länger, wenn ich schon wieder halb Level 2 bin. Alter, das sieht einfach so geil aus mit dem Schwert da noch. Wie er da die Saltos dreht. Du musst es dir mal anschauen, einfach so auf der freien Fläche mit dem Schwert prügeln. Das sieht verdammt geil aus. Oh. Ich komm schon wieder beschützt von hinten. Zack, zack, zack. So, 4-fach Kill. Alter, das Schwert ist saugut im Raum. Da bin ich jetzt endlich raus aus der Gefahrenzone. Yes, ich bin raus. Ich einfach auf der Stelle bleiben und mich einsammeln lassen. Alter, dieses Ferryturm 3. Nach der ersten Mission. We now have the tools to take on Vahek and his Baelor Fomorians. His arsenal is growing, but so will ours. There are more Arkwing designs and more weapons. Together we will take to the skies and confront this new threat. Dieses Tellurium, der Archwing Quest abgeschlossen. Ja Leute, ich würde sagen, das war dann wirklich auch schon die Archwing Quest. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao.